und dann wahrscheinlich mit der Axt da oben. Ich ahne schon. Mit der Axt wahrscheinlich das Rad blockieren. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Ja, nice. Das ist ja cool. Aber hier ist erstmal noch eine Truhe. Die sieht auch schon wieder anders aus. Jetzt haben wir schon drei verschiedene Arten von Truhen gefunden. Atreus, folge mir. Bin gleich da. Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Ah, okay. Ein Grab quasi. Und da sind 700 Hacksilber drin. Hacksilber sammle ich doch immer gerne ein. Ich sehe schon, man muss sich immer gut umschauen, um auch nichts zu übersehen oder zu verpassen. Wobei ich nicht weiß, wie offen die Welt ist. Also ob wir hier quasi wieder hin zurückkommen. Oder ob es immer weitergeht, immer weiter mit neuen Karten. Weil je nachdem kommt man nochmal zurück und plündern Kisten. Oder man muss halt wirklich sehr darauf achten, dass man nichts verpasst. So, aber wie kommen wir jetzt weiter? Also okay. Wenn das hintere Tor zugeht, geht das vordere auf. Okay. So, hier ist noch mehr zum Einsammeln. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Das kann gut sein, dass wir da lang müssen, aber ich schaue mich immer ganz gerne überall um. Er klettert mit uns hoch. Wie cool ist das denn? Oh, wo kommen wir denn hier hin? Ei, das sieht fast aus wie eine weitere Runenkiste. Nur, dass wir hier wahrscheinlich gar nicht durchkommen. Aber da oben kann ich was abschmeißen. Und hier auch. Ich glaube generell, dieses Symbol, dieses blaue, bedeutet für uns, wir sollen die Axt da dran schmeißen. Insofern tun wir das doch mal. Ah, wie cool ist das denn? Aber ich finde es auch schön, dass es einem nicht zu leicht gemacht wird. Man muss schon selber auch drauf kommen, ne? Es wird einem nicht alles erklärt, sondern man muss selber so ein bisschen mitdenken. Finde ich gut. So, hier finden wir... Ne, ist keine Runenkiste leider. Ist eine normale Kiste. Aber immerhin. Besser als nix. Man könnte die Kiste natürlich auch einfach öffnen. Oder man hackt einfach mit seiner Faust durch und nimmt sich den Inhalt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir hier weitergehen sollten oder ob wir hier sowieso noch hinkommen. Das ist immer die Schwierigkeit bei Videospielen. Ist das ein alternativer Weg, den ich jetzt untersuchen sollte? Ist das einer, wo wir sowieso noch langkommen? Vielleicht gehe ich auch gerade im Weg, den wir später sowieso noch gehen. Und es macht gar keinen Sinn, den jetzt schon zu gehen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist das? Sieht aus wie der Schrank zu Narnia. Hier, Junge. Das sind Skell und Hatzi, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Mehr als Mythen 1 von 11. Neuer Auftrag. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ich habe diese Geschichten geliebt, wenn Mutter sie erzählt hat. Mal sehen, wie viele wir finden. Ah, wir haben also quasi eine Nebenmission aufgenommen, angenommen. Wissen hinzugefügt. Skull und Hati, Wolfriesen. Skull jagt die Sonne und Hati den Mond. Was passiert, wenn sie ihre Beute fangen? Sieht nach einer großen Schlacht aus. Odin, Thor, die Weltenschlange, könnte es sein? Ah, okay, das ist also einer von den Sammelnebenaufträgen, diese Schreine zu finden. Und dann erzählen die Schreine auch eine Geschichte. Insofern sollten wir wahrscheinlich schon hier selber untersuchen. Ich glaube nicht, dass wir hier dann noch vorbeigeschickt werden würden. Aber ich glaube, wir gehen erstmal da weiter, wo wir eigentlich lang sollten. Man muss sich ja nicht zu sehr ablenken lassen, ha? Huh? So, hier die Truhe nehmen wir natürlich noch mit. Das dürfte so eine normale Schatztruhe sein, quasi. So, dann hatten wir ja eben schon mal. Hacksilber! Ach, ist das ein schöner Begriff für eine Währung. Hacksilber. Kann man auch mal machen. Vater, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Fester Stand.
ruhige Haltung. Ausatmen und Luft. Ich hab ihn. Gut. Tja. Er lebt noch. Der arme Hirsch. Aber Sohnemann hat getroffen. Mit unserer Hilfe. Was hat denn der für ein schönes Geweih und für schöne Augen? Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Den Troll besiegen. Okay, ganz kurz. Wir haben Gott sei Dank Zeit, kurz zu lesen. Drücken Sie Viereck, um Atreus Pfeile zu schießen zu lassen. Halten Sie jetzt zwei gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Das heißt, Atreus ist zwar eigentlich unser passiver Begleiter, aber wir können ihn trotzdem selber quasi so ein bisschen steuern. Das ist eigentlich echt ganz cool gemacht. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Okay. Das heißt, wir können ihn schießen lassen. Ach du meine Güte. Ja, okay. Also ich kann Atreus schießen lassen, aber jetzt hat er zum Beispiel keine Pfeile mehr. Was zur Hölle ist das denn für ein Monstrum? Er ist zu stark. Atreus, du musst aus dem Weg gehen, verdammt. Also die Axt dort schmeißen kann man natürlich machen, aber ist nur so mittelerfolgreich. Der Bossgegner Gesundheitsbalken ist im unteren Bereich des Bildschirms. Ich glaube, wir sollten diese Pusteln da am Arm kaputt machen, kann das sein? Kollege tut aber ganz schön weh, du. Schön die Axt in den Schritt schmeißen. Tut bestimmt gut weh. Ach du Scheiße. Das Spiel macht keine halben Sachen. Das legt direkt gut los hier. Okay, schön die Axt drauf. Oh, er hat mich. Also hätte mich auch sehr gewundert, wenn wir den im ersten Versuch besiegen. Das ist schon ein anderes Kaliber Gegner. Ein Troll. Wir haben schon bei Harry Potter gelernt, mit Trollen sollte man sich nicht anlegen. Aber wo soll denn der Junge hinschießen? Ins Gesicht? Oder wohin am besten? Ah, der ist schon nicht ohne. Der ist wirklich nicht ohne. Ah, der war voll ins Gesicht. Ja!
aber können wir nicht... Also ich meine, dass diese goldenen Stellen Schwachpunkte sein müssten. Weil ich treffe die halt nicht so gezielt. Ich meine, wir haben ihn ja bald. Aber das Problem ist, wenn er mich zweimal trifft, dann hat er mich. Mir geht's gut. Töte ihn. Ja, mir geht's auch soweit gut. Nur ich weiß nicht, ob wir den Tod kriegen. Das ist halt wirklich kein Tutorial hier, der erste Part. Das Spiel macht nicht einen auf erstmal, okay, das ist die Taste zum Angreifen, das ist die Taste zum Ausweichen. Nein, das Spiel schickt dir einfach nur einen Troll ins Gesicht und sagt, mach mal. Finde ich genau richtig. So muss das sein. Man muss am besten beim ersten Gegner schon denken, ach du Scheiße. Guckt euch den Lebensbalken an. So viel hatte der noch. So viel. Ja, und so viel auch zu dem Thema. Es muss knallen am Anfang. Er macht halt keine halben Sachen, der Kollege da. Jetzt haben wir ihn fast, aber ich hatte ihn eben auch schon fast. Das heißt leider nichts. Zwei, drei Angriffe von dem Kollegen und wir sind Geschichte. Mal so ein bisschen Damage aus der Ferne machen, ist auch gut. Jetzt schießt Atreus wieder ein paar Pfeile. Und? Haben wir ihn? Junge. Ich hab keine Angst vor dir! Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt. Du bist nicht bereit. Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Aber ich bin sowas von bereit für dieses Spiel, mein Gott. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Zum Haus zurückkehren. Nicht so tolle Trolle. Ein neuer Tötungsauftrag. Mann. Das war schon ein harter Gegner. Also ganz ehrlich, wir sind in der ersten Folge und die gehen direkt richtig zur Sache hier. Die machen echt, also... Der Troll und auch die normalen Gegner, gegen die wir vorhin gekämpft haben. Mit denen ist nicht zu spaßen. Das ist wirklich kein Tutorial hier, sondern man wird direkt ins kalte Wasser geschmissen. Dadurch, dass du keine Lebensregeneration hast, der Troll muss zweimal seinen Smasher-Stein auf dich draufklatschen und du bist Geschichte. Und dann heißt es, alles von vorne machen. Das ist schon echt nicht ohne. Aber finde ich gut. Das hat da so ein bisschen Oldschool-Charakter. So waren früher die Spiele alle. Gnadenlos. Heute ist man halt verweichlicht, weil man Lebensregeneration und Checkpoint alle 2 Sekunden und... Tja, da ist man dann überrascht, wenn ein Spiel nochmal so richtig fordert. Aber sehr cooler Einstieg ins Spiel. Oh, Gegner. Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Ah!
Ja gut, aber betäuben oder nicht. Also ich kann den ja auch einfach verprügeln. Und töten. Weil bevor der betäubt ist, ist er tot. Aber ist ja nicht der Letzte, da sind noch mehr. Jetzt hatten wir so einen betäubten Gegner. Ach du meine Güte. Warum sieht der so dick aus? Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Ah, das Kampfsystem gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Die Mischung aus Blocken, Ausweichen, draufhacken, Kombos, dann kann man ja auch noch die Pfeile von ihm mit dazu nehmen, sozusagen. So, was haben wir denn hier für ein Tor? Das sieht ja ganz mysteriös aus. Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Okay, also diese Tür kriegen wir anscheinend noch nicht auf. Das bedeutet, wir kommen da später wahrscheinlich lang, aber jetzt noch nicht. Das bedeutet aber auch, wir kommen nochmal hierhin zurück. Tja, wir können uns nicht beschweren, dass wir zu wenig Kämpfe hätten hier in der ersten Folge. Oh. Ah, ich sehe schon, die Bock, die haben Bock. Mein Lebensbalken hat keinen Bock. Aber da war ein bisschen Leben, das können wir uns einsammeln. Und dann geht das Ganze auch wieder besser. Das war durch alle drei durch. Okay, du bist der Letzte oder wie, hä? Huh? Ja, bist du der Letzte? Na dann komm, hau. Ah, yes, 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 yes. Oh, es war noch nicht der Letzte. Da kommt noch irgendwas anderes aus dem Eis gekrochen. Der sieht ein bisschen stärker aus. Ah, okay, der mag auch meine... Was ist das denn? Der hat keine Angst vor meiner Axt. Wenn die Axt versagt, dann muss ich die Fäuste zur Hilfe nehmen, ha? Oder? Oh ja, gegen Fäuste hat er nichts einzuwenden. Das ist ja auch lustig. Meine Axt funktioniert bei dem Gegner nicht. Der sieht aber auch böse aus. Ja, der ist auch böse. Komm schon, Junge, ich brauche deine Hilfe. Schieß, schieß, schieß. Betäub ihn und ich mach den hier. Oh, yes. Ein Häscher-Drescher. Sag, dass etwas im Wald anders ist. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Da kriegen wir wieder einen neuen Bestiariums-Eintrag. Das war irgendeine neue Art Gegner. Der ist immun gegen die Eisaxt. Dementsprechend dann die Fäuste und Atreus Bogen. Dann geht's. Ich habe schon wieder kein Leben. Wir kriegen ordentlich aufs Fressbrett, aber so soll es ja sein. Okay, wir gehen noch zurück zum Haus. Aber warum verbrennt ein Feuer Tollmutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Wir kehren noch zurück nach Hause und dann machen wir auch erstmal Schluss für heute. Aber es schadet ja nichts. Ich werde auch, denke ich, versuchen, die nächsten Tage lange oder halt zwei Folgen zu machen, dass wir so ein bisschen aufholen, weil das Spiel ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen. Zurück von der Jagd. Ins Haus, Junge.
damit sind wir zu Hause. Mit pochendem Herzen, weil mein Lebensbalken fast weg ist. Aber das soll es erstmal gewesen sein für den Einstieg in God of War. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Däumchen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen schon wieder. Euch noch einen schönen Abend. Euer Walle. Bye, bye.